Hi Leute, ganz herzlich willkommen zu diesem Essen und Laber Video. Wir haben jetzt gerade früh morgens. Wir haben nämlich 9:30. Ich komme gerade vom Arzt. Ich habe mir jetzt einmal hier ein Brot gemacht mit Geflügelaufschnitt und 3 Scheiben Käse insgesamt. Und dann habe ich mir hier noch einen Joghurt rausgeholt, Müller-Joghurt mit der Ecke. Ich konnte nämlich heute Morgen vorher nicht frühstücken, weil ich ja nüchtern zum Arzt musste, weil Blut abgenommen wurde und so ein Krams. Ich wurde zerstochen, Hirnpflaster. Dann habe ich überall jetzt solche, kann man glaube ich gar nicht sehen, solche roten Stellen vom EKG. Und gratis Haar habe ich jetzt hier auch. Ja, bevor ich euch erzähle, was jetzt beim Arzt rumgekommen ist, wo ich immer noch richtig baff von bin, erzähle ich euch jetzt, was mir auf dem Weg zum Arzt passiert ist. Ich laufe so entspannt zum Arzt. Ich muss nämlich ungefähr 25, 30 Minuten zum Arzt laufen. Ich könnte auch mit dem Auto hinfahren. Aber ich habe mir gedacht, gutes Wetter. Okay, was heißt gutes Wetter? Es regnet halt nicht. Also einigermaßen gutes Wetter. Ich kann da hinlaufen. Ich habe den Termin um 8.15 Uhr gehabt. Und natürlich bin ich dann so 20 vor 7, 5 vor 7 losgelaufen. 20 vor 7 bin ich, glaube ich, losgelaufen. Nee, nicht 20 vor 7, 20 vor 8 bin ich losgelaufen. Und Leute, was ich da gesehen habe, was mir da passiert ist, ey, das muss man erstmal verdauen. Ich gehe so, war schon fast beim Arzt da und mir kommen natürlich ein paar Schüler entgegen. Ja, weil 8 Uhr beginnt nämlich die Schule meist. Auf einmal ist da ein Mädchen mit Kopftuch und auch so einem E-Scooter. Und dann läuft da so ein anderes Mädchen mit einem anderen Mädchen vorbei, hält die Kamera da so hin und filmt das Mädchen mit dem Kopftuch auf dem E-Scooter die ganze Zeit so. Und das Mädchen auf dem E-Scooter sagt die ganze Zeit, hör auf, lass das, ich möchte das nicht, hör auf mich zu filmen. Und das andere Mädchen, was das Handy in der Hand hat, hat die ganze Zeit gesagt, zieh dir doch direkt ein, was hat sie gesagt? Eine Decke über den Kopf oder einen Sack über den Kopf. Ey, ich habe gar nicht richtig zugehört. Was ich gesehen habe ist, Alter, das Mädchen wird gerade gemobbt. Ich bin dann stehen geblieben und habe zu dem Mädchen gesagt, hast du nichts Besseres zu tun, als deine Zeit damit zu verschwenden, andere Mädchen zu mobben? Findest du das gut, was du machst? Hat die mir nur so angeguckt. Was willst du denn jetzt hier? Misch du dich mal hier nicht ein. Dann habe ich erstmal korrigiert. Erstmal heiße ich sie und du duzt mich hier schon mal gar nicht. So, normalerweise ist mir das scheißegal, wenn mich jemand duzt, aber in dem Moment habe ich gesagt, hey, hör mal, sie, nicht du. Ich bin dir nicht deine Freundin, habe ich gesagt. Dann habe ich zu dir gesagt, du hörst jetzt mal ganz schnell auf, ansonsten endet das ganz schlimm für dich. Was willst du denn machen? Dann habe ich gesagt, ich kann dich gerne zur Schule begleiten. Gar kein Problem. Dann hast du aber ein Problem. Dann hast du aber ein fettes Problem, weil dann werde ich dafür sorgen, dass jeder Hans und Franz weiß, was du auf dem Weg zur Schule machst. Und zwar andere Kinder mobben. Das ist nicht richtig. Ich bin da so hinterher gewesen, weil ich selbst gemobbt wurde. Und mir hat keiner geholfen damals. Ich habe das Mädchen dann, die sind dann weggerannt. Und dann bin ich zu dem Mädchen mit dem Kopftuch gegangen. Habe sie erstmal gefragt, ist alles in Ordnung mit dir? Was haben die mit dir gemacht? Ja, die mobben mich schon seit einer Zeit. Ich habe mich dazu entschieden, Kopftuch zu tragen. Und jetzt mögen die mich nicht mehr, weil ich ein Kopftuch habe. Die sagen die ganze Zeit, ich kann auch einen Kartoffelsack anziehen und sowas, hat sie mir erzählt gehabt. Und dann habe ich ihr halt geraten, dass sie sich doch bitte an ihre Klassenlehrerin oder an den Schuldirektor wenden soll oder nochmal gegebenenfalls an ihre Eltern, dass das geklärt ist und dass sie auf jeden Fall sagen muss, wer sie mobbt, damit das Ganze ein Ende hat. Weil vorher hört sie nämlich nicht auf. Und dann habe ich zuerst mal gesagt, lass dich nicht einkriegen. Hier sind wir schon wieder bei der Religion. Man muss deine Religion akzeptieren und respektieren. Und jeder kann machen, was er möchte. Wenn die kein Kopftuch tragen möchten, ist das vollkommen in Ordnung. Du hast aber für dich selber entschieden, für deine Religion, dass du das gerne machen möchtest. Dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Und lass dir von keinem sagen, dass du einen Müllsack oder was auch immer auf dem Kopf anhaben musst. Was auch immer hast, wie auch immer, ne? Ich
kann das natürlich alles nicht mehr ganz so wiedergeben, wie es war. Aber ich habe mit der 15 Minuten lang geredet. Wir waren auch schon direkt vor der Schule. Die hat sich bei mir bedankt. Habe ihr meinen Namen und meine Handynummer aufgeschrieben. Beziehungsweise sie hat sich das im Handy eingespeichert und hat gesagt, sollte irgendwas sein, darfst du mich gerne anrufen. Brauchst du ein Zeuge oder irgendwie sowas, dass sie dich gemobbt haben, rufe mich gerne an. Weil bei mir war das damals so, nee, wir mobben man ja nicht, hätten wir gar nicht nötig, ihn ja zu mobben. Ich hatte nie Zeugen, nie. Und dementsprechend konnten diesen scheiß Mädels damals nichts angehängt werden, weil es war Aussage gegen Aussage so gesehen. Ich habe gesagt, die mobben mich. Die sagen, ja, tun wir nicht. Hat das mal jemand mitbekommen? Ja, la. Was stimmt eigentlich mit den Kindern nicht? Was stimmt mit den Kindern eigentlich nicht? Was soll die Scheiße eigentlich? Jemand zu mobben, wegen einem Kopftuch und zu sagen, hier, Kartoffelsack, Müllsack und keine Ahnung was. Schwachsinnig, ey. Und außerdem eine Person zu filmen ohne Erlaubnis ist strafbar. Und vor allem, wenn man sowas auch noch irgendwo postet. Ja, und jetzt komme ich mal zum Arzt. Irgendwann bin ich dann beim Arzt gelandet. Diese Praxis ist nicht von dieser Welt. Ich war wirklich bei einigen Ärzten. Bei einigen in meinem Leben schon. Aber das, was ich da erlebt habe, das gibt es nicht mehr so oft in Deutschland. Mm-mm. Man kommt rein und wird direkt in Empfang genommen mit dem Nachnamen. Frau so und so, Sie haben Termin und so viel, gleich bei dem Herrn. Ich so, ja. Leute, ich bin Neupatientin in der Praxis. Ich bin seit 2 Tagen bei den Patienten. Alle wussten, dass ich jetzt komme. Okay. Dann habe ich gesagt, ja, die Karte von meinem Schwiegerpapa müsste noch einmal eingescannt werden. Und die direkt, ja, mit Nachnamen hat sie dann genannt. Welcher denn von denen? Weil da sind einige. Die ganze Familie ist gefühlt bei diesem Hausarzt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, kein Problem. Einmal Karte, scannen wir allen. Dann saß ich mit meinem Po 5 Minuten in dieser Praxis. Nicht mal. Direkt Blutabnahme. Habe ich mich wieder hingesetzt. Durfte 5 Minuten später wieder aufstehen. Wir machen jetzt ein EKG. Habe ich mich wieder ins Wartezimmer gesetzt. Und nicht mal da, 10 Minuten später, hat mich schon der Doktor aufgerufen. Hallo, wie geht es Ihnen? Haben Sie gut geschlafen? Sind Sie müde? Alles, was ich dem vor 2 Tagen erzählt habe, wusste er heute noch. Ja, ich habe mich nochmal mit Ihrem Thema auseinandergesetzt, mit Ihrem angeborenen Herzfehler. Und was ich da gelesen habe, das ist ja voll krass. Und alles hat mich nochmal gefragt. Ja, Sie haben nächste Woche nochmal einen Termin. Der wusste alles. Ich bin ja mit Pascal seiner Mama da gewesen. Ja, bei der Frau so und so auch alles in Ordnung. Ich so, ja, ich denke mal schon. Also, der hat mich 10.000 Mal gefragt, haben Sie noch Fragen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Melden Sie sich, wenn es Ihnen schlecht geht. Wir finden schon eine Lösung, wir versuchen das irgendwie hinzubekommen. Melden Sie sich nicht erst, wenn es zu spät ist. Kommen Sie hierher zur Sprechstunde, reden Sie mit mir, überhaupt gar kein Problem. Und hat mich nochmal gefragt, was ist mit deinen Eltern? Haben die Erkrankungen? Müssen wir auf irgendwas achten? Alter, das ist zu krass gewesen. Also, der merkt sich die Namen seiner Patienten, das, was die haben. Der hat mich sogar gefragt, der hat mich gerade so behandelt, der hat irgendwie meinen Körper abgetastet, Lymphknoten oder sowas hat er gerade geguckt und hat einfach gefragt, ja, wie haben Sie denn den Pascal
Nachnamen kennengelernt. Mir sind die Augen rausgefallen, dass er noch nach 2 Tagen weiß, dass ich verlobt mit Pascal bin. Wie haben sie sich denn kennengelernt, wenn sie aus Cuxhaven kommen? Digga, woher weißt du das? Hat er erzählt und habe ich gesagt, ich habe ihn einfach mal so gefragt. Habe ich den gefragt, wie können sie eigentlich sich so viel von ihren Patienten merken? Und hat er gesagt, ja, das ist halt mein Beruf. Ich möchte nicht ein Arzt sein, der die Patienten abarbeitet wie auf einem Band, sondern ich möchte gerne über meine Patienten den Gesundheitsstand wissen. Er möchte halt gerne wissen, wie es den Patienten geht. Er möchte, bei ihm ist das halt so in der Praxis, er nimmt wirklich nur Leute in die Praxis, die halt in einem gewissen Radius wohnen. Das ist seine Praxis. Alle anderen nimmt er nicht mehr an. Das heißt, es muss nur jemand einen halben Kilometer weiter wohnen als sein Radius. Und dann sagt er schon nein. Und dann sagt er halt einfach, ich habe lieber weniger Patienten, so aber weiß mehr über meine Patienten. So verliere ich den Überblick. Ich hab zu dem ehrlich gesagt, ey, ich habe noch nie einen Arzt gehabt, der sich gemerkt hat, was ich ihm gesagt habe. Und man merkt an dem Arzt, dass er sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, weil er heute schon viel mehr über mein Herzkiller wusste. Dass ich ein Schämchen im Herz habe, bla 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 und so weiter und so fort. Und da habe ich wirklich gemerkt, der Typ weiß es. Der Typ kümmert sich um seine Patienten. Dann gehe ich raus. Oder wir waren schon fertig mit Labern. Dann sagt er auf einmal zu mir, ja, vergessen Sie bitte nicht, Ihrem Verlobten zu sagen, den möchte ich auch noch mal gerne sehen. Ich wollte noch mal Blut bei ihm abnehmen. Weil Pascal hat ja eine Zeit lang nämlich schlechte Leberwerte. Obwohl er nicht trinkt, nicht raucht und so ein Krams. Ja. Also das war schon krass. Als ich mit Pascal seiner Mutter vor 2 Tagen da war, war das Erste, was er auch zu Pascal seiner Mom gesagt hat. Ja, ihr Mann, der sollte sich doch bitte auch nochmal hier vorstellen. Der guckt sich wirklich die Akten der Patienten an und kümmert sich drum, dass die in regelmäßigen Abständen zur Blutabnahme kommen, dass die sich da mal vorstellen. So wisst ihr, was ich meine? Ja, ihren Mann möchte ich auch noch mal gerne sehen, dass wir da einfach noch mal kontrollieren. What? Am Dienstag sind meine Blutergebnisse da. Mal gucken, was bei rumkommt. Gerade ist ein Paket angekommen mit einem Staubsauger und zwar genau den gleichen Staubsauger, den ich auch habe. Den werde ich gleich rüber zu meiner Schwiegermutter bringen. Die fand den Staubsauger von mir nämlich richtig, richtig cool. Und deswegen habe ich ihr dann auch einen bestellt. Das war ein bisschen viel Essen. Das war ein bisschen zu viel für mich. Aber lecker ist die Sorte. Ich habe Mango Mascarpone oder irgendwie sowas gehabt. Ja. Mango Mascarpone. Sehr lecker. Müsst ihr aber probieren. Das war's, Leute. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Tag. Über Däumchen nach oben, Kommentar und über kostenloses Abo würde ich mich sehr freuen. Tschüss, ihr Lieben.